So. Da leuchtet auch noch was. Ja. Da ist so ein Mauzi. Verdammt. Wolli! Ich will das Wolli haben. Immer noch. Verdammt. Wolli, du bist jetzt mein, hoffe ich. 2, 3. Yes! Wolli wurde gefangen. Juhu. Und Level 32 für Pikachu. Ladungsstoß. Was ist Ladungsstoß? I don't know. Aber solange ich keine guten Sachen für Pikachu bekomme. Und Wolli ist ein Eintrag im Pokédex. Werden seine Haare zu lang, kann es sich nicht mehr bewegen. Der aus Wollis Wolle gewobene Stoff ist unglaublich robust. Sich! Nein, ich will keinen Spitznamen geben. Gib mir das Mauzi! Ich will Mauzi! Das sieht aus wie so ein Monster, so ein kleines. Süß. Wenn das in Pokémon Go gäbe, ne? Ich würde es glaube nur noch fangen. Weil das einfach so geil ist. Es gibt ja Pokémon in Pokémon Go normal Mauzi, das von Giovanni. Nein, von Team Rocket einfach. Und von Alola. Nein, ich. Habe ich Mauzi schon? So, na, willst du auch kämpfen? Ein wildes Pokémon-Kind erscheint. Hehe, das wollte ich schon immer mal sagen. Okay. No! Das ist auch so süß. Süß. Mann. Ich hasse Husten. Hast du auch Husten? Ich hasse Husten. Was? Schon vorbei? Na, süß. Nein. Na. Pff. Ein Paraheiler ist immer gut zu haben, ne? Nein, 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 oh. Buh, ich meine Pika? Sebastian fordert sich heraus, okay. Ich kann gegen das nicht kämpfen. Toll. Wehe, du bist paralysiert jetzt. Gut. Ist das dein Ernst? Dankeschön. Kann doch nicht sein, dass
Team Trix dreimal verfehlt. Oh, wieso hat er nur so kleine Pokémon? Oh Mann, ey. Patsch. Wie auf so einem Käfer. Patsch. Ist ja auch ein Käfer, oder? Ich bin gemein. Buhuhu. Ja, ah, Fritzelblitz, nein, ich will nicht. Will nicht, nein, nein. Was gibt's hier hinten? Ach so. Ein Pokémon? Angel mir mal. Ich meine, why not? Oh. Gut, das hätte mir dann auch geklärt. Wolli, bleibst du wohl hier geblieben? Wolli! Wolli ist mir zusammengestoßen und stehen geblieben. Oh je! Ist alles in Ordnung? Das hat einen ganzen schnellen... Also es hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch... ein Arena-Challenger, oder? Ja, bin ich? Oder? Bin ich doch, oder nicht? Wusste ich's doch, ich hab dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Und ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Warum? Schließlich trifft man nicht alle Tage auf Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadion mit meinen Freunden. Ich will nicht, dass die Arena-Challenger zu lange auf uns warten müssen. Woll, woll, wolli, wolli. Süß. Tori. Okay, das war sehr random. Oh. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich sollte... Ach, ich gehe einfach. Da unten ist... Gott, wie hieß er denn? Ich weiß nicht mehr. Hey Miri, schau mal! Die Arena! Das Arena-Stadion vom Truff. Siri hat sich von der Seite eingeschaltet, es tut mir leid. Also, schau mal! Das Arena-Stadion von Truffield. Wir sind da! Ich würde gerne nochmal den Pokémon heilen. Arena-Leiter Yaro ist zwar wieder zurück, aber die anderen Arena-Trainer waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssen wir eine Weile warten, bis am Arena... bis... weil... Okay. Ein completely out. Also, sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stern etwas weniger Andrang ist. Ach, übrigens... Shania hat nach dir gesucht, weil sie dich was... sie will dich was fragen, Miri.
Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach mal einen Dann wirf einfach mal einen Blick auf die Karte. Woll. Hey, da ist sie doch. Da ist doch Sanina. Saninas Voldi. Am besten folgst du ihm einfach. Es ist der geborene Wegweiser. Okay. Ich komm gleich. Ach, ich glaube, ich muss nicht kämpfen, oder? Ich gehe einfach mal. Ja, ich komme. Hallo. Hast du schon Hast du den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen? Der ist einfach atemberaubend. Und wenn du ihn schon gesehen hast, dann genieß ihn am besten gleich nochmal. Das ist mal eine Werbung. Der Name der Geolyphe wurde wohl nicht überliefert. Heißt das Geolyphe? Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. Hi. Ich habe die Geolyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich zu dann erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Ich komme, Moment. Ja, ich komme wohl. Ja, das ist wirklich schön. Diese rätselhafte Steingebilde. Wurde sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher vom Pokémon? Ich glaube, dass die Menschen die Pokémon angewiesen haben, die zu bauen vielleicht. Maybe. Da blinkt was. Danke, Voldi. Woll. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Lol, das habe ich im Trailer mal gesehen. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geolyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Also die finstere Nacht klingt irgendwie so... Hä? Aber Dynamax Phänomen weiß ich nicht. Vielleicht. Also das sieht eher aus wie so ein Dynamax Phänomen. Das könnte aber auch in der finsteren Nacht gewesen sein. Aber ich glaube Dynamax. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein dynamaximiertes Pokémon sein. Oh Gott. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solche präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und die gigantische Pokémon begann in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel die finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein und was hatte der Wirbel mit dem
Dynamax-Phänomen zu tun. Fragen über Fragen. Wie es aussieht, ist mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier nimm als Dankeschön diese Ligakarte. Du erhältst eine Ligakarte von Yaro. Nice. Yaro, der Arena-Leiter von Truffield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuer, Käfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Falls du das noch nicht wusstest. Was? Feuer, Käfer und Pflanze. Nein. Feuer, Käfer und... Oh, und nimm die hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Dankeschön. Geh und zeig denen im Stadion von Trüffel, was du auf dem Kasten hast. Dieses Wohlwoll, ist es süß. Wie kann es sein, dass vor Ewigkeiten... Wie kann das sein, dass das eine vor Ewigkeiten angefertigte Geolyphe von heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Stein heraus, aber wenn ich so viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geolyphe zu erschaffen. Kann alles möglich sein, wir wissen es nicht. Cool. Da hat auch noch was geblinkt, oder? Nein. Achso, ich dachte jetzt gerade, wäre einfach wieder weg. Hallo. Ich muss noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch stecken. Ja, aber dafür muss ich glaube auch noch ein bisschen wachsen. Aber dafür ist okay. Guck. Hallo. 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 Na? Du auch hier? Oh Gott. Immer mehr Leute wollen sich die Geolyphe ansehen. Wusstest du, dass irgendwo im Truffield ein Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier, auf der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche, so findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht da nicht drin. Ich verstehe nur Bahnhof. Ha? Okay. Unser Kumpel ist auch nicht mehr da. Ist schön. Entschuldigung, aber Team Yale hat mit seinen Unfugen hier das einiges am Deck über zurückgelassen. Ah, an Dreck. Es dauert noch ein bisschen, bis alle wieder auf Vordermann gebracht ist. Also gedulde dich bitte ein wenig. Danke. Okay, schade. Ich will mich noch ein bisschen umgucken, bevor wir ins Stadion gehen, ne? Ein Pokéball. Was mit Feuer? Haben wir irgendwas mit Feuer? Feuer, 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 Feuer. Haben wir irgendwas mit Feuer? Vulcano. Was hat er denn alles? Typ Feuer, das ist sehr gut. Er hat Glut. Ah.
Glut- und Flammenrad. Ja, das sollte eigentlich reichen, oder? Ich meine, so schwierig wird der erste Kampf nicht sein. Denke ich. Ich kann mich auch täuschen, aber... Hallo? Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. Hallo? Na? Ah! Ich glaube, unser Team ist gut ausgerüstet für den ersten Pokémon Arena Kampf. Kann das? Mach ich. Ich denke mal. Am Raspberry Bahnhof hat man in der letzten Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Ja, ja, gehen wir noch mal gucken. Hallo! Alle Firmen, die hier Werbung machen, gehören Rose. Schön. Es ist kein seltener Anblick, wie Yaro ganz gelassen hinter Wolli herlaufen. Ja. Ach, die süßen Wollis. Wir sollten uns endlich mal eine passende Souvenir des Geoliefe einfallen lassen. Gylophile Marmelade? Why not, ne? Gehen wir mal eins weiter runter. Gott, wie heißt denn der nochmal? Ich hab's vergessen, wie meine Rivale heißt. Tut mir leid. Yaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Schön. Wenn man hübsche Blumen mit sich trägt, werden oft Pokémon von Augen gelockt. Süß. Ja, ja. Ich finde ein Top-Belieber. Nice. So, wir haben unsere Pokémon startklar gemacht. Wir haben... Und wir haben alles angeguckt. Wir können unser erste Arena-Kampf machen. Woo!